Gutkick, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ihr seht, gewohnte Umgebung. Ich bin nämlich zurück in Wolfsburg. Damit ist der sechste Tag im Trainingslager vom VfL auch für mich der letzte. Ja, wir hatten nur so lange gebucht und jetzt sind wir hier wieder zurück. Aber heißt natürlich, es gibt trotzdem noch heute den Tag zu besprechen. Unter anderem nämlich, also eigentlich nur das Vormittagstraining erstmal. Ja, da waren wir noch anwesend. Da kann ich auch direkt reinstarten. Begonnen hat es mit einer wieder, die Spieler haben eigenständig erstmal vor halb elf begonnen, auf dem Platz irgendwas zu machen, sich zu dehnen, ein bisschen sich zu unterhalten, Ball hochzuhalten. Dann kamen viele Spieler zum Blut abnehmen. Da wurden die Werte abgenommen. Und dann, als das geschehen ist, ging es auch schon los. Da hat Kovac die Jungs zusammengeholt, gab es einen Kreis, kurze Besprechung, was man heute wahrscheinlich alles so machen wird. Und dann ging es schon ein paar Runden laufen. Danach ging es ins Dehnen rüber. Die Torhüter haben sich wie auch schon die anderen Male immer eigenständig warm gemacht. Ja, wie gesagt, dann ging es ins Dehnen rüber. Haben sie sich ein bisschen, ja, mobil gemacht. Dann wieder ein bisschen gelaufen. Also es war auch tatsächlich eine sehr intensive Einheit, muss man dazu sagen. Sie sind gelaufen, haben dann was gemacht, wieder gelaufen, dann haben sie wieder was gemacht, dann wie gesagt, waren sie laufen, dann ging es in eine Krafteinheit, hinterm Zaun haben sie ein bisschen Kräftigungsübung gemacht, auf Matten, dann, wie gesagt, wurde wieder gelaufen, tatsächlich auch mit Temposteigerungen, also wirklich sehr intensiv. Auch 2 Stunden war insgesamt die Einheit lang. Also es hatte schon in sich, was sie da gemacht haben. Pausen haben natürlich auch nicht gefehlt. Und dann ging es auch schon in eine bekannte Übung, die schon einmal war. Nämlich die mit den 8 Toren. 2 kleine in der Mitte, jeweils auf beiden Seiten. Und genau, auf beiden Seiten. Und dann außen ein großes Tor an jeder Ecke, sage ich jetzt mal. Ja, haben sie ein bisschen rumgespielt. Wieder 12 gegen 12, meine ich, waren es. Das rote gegen das grüne Team. Sehr lange. Viele Tore geschossen. Ja, Tore geschossen. Auch mal, wenn es 3 Ecken gab, dann durften sie vom Tor, von ihrem Tor aus ins andere Tor schießen. So, ja, und dann war es, das haben sie relativ lange gemacht, meine ich. Und dann haben sie, da muss ich kurz nochmal nachgucken, kam nämlich eine Übung, wo sie sich aufgeteilt haben in 2 Gruppen. Wo sie auch nochmal, würde ich sagen, grob gesagt, den Spielaufbau üben. Von hinten den Ball laufen lassen, Sechser einbinden und dann nach vorne kommen. Und Strafraumbesetzung, Chancenerarbeitung, sowas in der Art. Dass das dabei war, wie sie die Chancen erarbeiten wollen mit Steckpässen. Dass dann der Flügelspieler oder der Stürmer durchläuft, den Ball nimmt und dann der Ball in die Mitte und dann am besten das Tor. Das haben sie dann auch gemacht und dann zum Schluss haben sie sich nochmal in 3 Gruppen aufgeteilt. Auf jedes Tor, auf 3 Tore waren das, haben sie dann, die waren 8er-Gruppen, heißt 4 rote und 4 grüne. Und da haben dann immer, gab es immer ein 1 gegen 1 von jedem Spieler. Mit der Vorsicht, bei der verteidigenden Mannschaft darfst du natürlich nicht in die anderen Spieler reinlaufen, weil dann konnten sie den Ball auch klären. Das haben sie auch gemacht, viele Tore gefallen. Auch ein Wettbewerb war dabei, glaube ich. Also sie haben schon auf die Tore geachtet. Ja, aber genug darüber geredet.
Ich glaube, am besten sind da immer ein paar Videos und hier kommen die genannten Videos davon. Und dann war auch schon das Training ja, zu Ende nach, ja okay, schon, dann war das Training nach 2 Stunden dann zu Ende. Sehr intensive Einheit. Danach, nach dem Training, standen wir dann noch ein bisschen. Haben auf was gewartet, das erzähle ich gleich, aber kam Roussillon lang. Sehr, sehr verschwitzt, habe ich gefragt, ob es anstrengend war. Und er hat nur genickt, also es ist schon. Es ist Vorbereitung, aber es war diesmal wirklich eine sehr anstrengende Einheit, das hat man auch gesehen. Aber ja, wie gesagt, wir standen dann noch, haben auf was gewartet. Nämlich kann ich euch verraten, das ist der letzte Vlog von vom Trainingslager, aber nicht das letzte Video vom Trainingslager. Nämlich morgen wird es ein kleines Spezialvideo geben. Ein Spezialgast hat sich Zeit genommen für ein kleines Gespräch, kleines Interview. Da könnt ihr euch gerne, ja, gerne freuen drauf. Es wird wahrscheinlich sogar eine Premiere werden. Also eine YouTube-Premiere, dass ihr das live zusammen gucken könnten. Ihr könnt ja jetzt, solange es noch nicht
öffentlich hier gemacht wurde bei uns auf dem Kanal. Raten, wer es sein könnte? Ich überlege gerade, was so ein leichter Tipp wäre. Ja, es ist eigentlich ein sehr spezieller Gast. Ich gebe einfach den Tipp, er war unter den 8 Spielern, die unter Kovac dann zum Schluss trainiert hatten. Also einer von den Spielern war es. Der war der Spezialgast für das Gespräch. Könnt ihr jetzt raten, wer es war, solange ihr es jetzt noch nicht erfahren habt. So. Und ja, danach war dann Schluss. Dann ging es für uns auf die Heimreise. Wieder ein sehr, sehr langer Weg. Aber hier erstmal die Einblicke davon, wie die Fahrt war. So, am Ende hat die Fahrt wieder mal 10 Stunden gedauert. Zu Beginn haben wir eine halbe Stunde im Stau gestanden. Also es war nicht schön, aber es war zum Glück nur eine halbe Stunde. Und wir hatten wieder, und danach hatten wir dann 4 Stops wieder mit dem Elektroauto. Diesmal hatten wir aber eine, ich würde sagen, Ladepanne, nenne ich es einfach mal. Nämlich. Wir haben das Auto aufgeladen, sind dann was essen gegangen und dann, als wir wieder kamen, haben wir festgestellt, Laden war unterbrochen. Heißt, wir mussten noch mal eine halbe Stunde warten, bis das Auto dann halbwegs vollgeladen war. Ja, war nicht schön, aber kann man nichts machen. Mussten wir durch. Wir sind aber letztendlich hier gut zu Hause in Wolfsburg angekommen. Und abschließend kann ich nur sagen, es waren wirklich schöne Tage, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr schöne Einblicke. Auch ein 7-1-Sieg war dabei bei einem Testspiel gegen, auch wenn es nur WSG Tirol war, aber nimmt man gerne mit, so ein 7-1-Sieg. Und ja, ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu sagen, wie ihr, was ihr jetzt von den Eindrücken, die ich euch geben konnte oder die euch auch selbst gemacht habt, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr wirklich auch Vertrauen habt in Kovac. Ich persönlich kann euch sagen, nach dem, was ich gesehen habe und was ich gehört habe bei dem Fan-Talk, ich glaube, das kann was werden mit Kovac. Er hat auch eine Meisterprämie hier, also man hat hier was vor mit ihm. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich denke mal, Mika freut sich auch drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und natürlich, wir halten euch weiter auf dem Laufenden mit Vorschau, Rückblick und mal schauen, was es noch so alles geben wird. Und ja, und wie gesagt schon, das war nicht das letzte Video zum Trainingstag. Ihr könnt wirklich gespannt sein, was morgen, also Freitag 18 Uhr, auf dem Kanal erscheinen wird. Ich persönlich kann nur sagen, es ist ein. Für mich was sehr, sehr Schönes gewesen. Ein sehr großer Meilenstein. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit diesem Spieler zu reden. Seid gespannt. Und damit ist dieses Video zu Ende. Lasst gerne einen Kommentar da, wie gesagt. Ratet, welcher Spieler es war, was ihr von Kovac haltet. Bewertet dann noch das Video. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert und drückt die Glocke. Und damit gut Kick. Und bis zum nächsten Mal.